blauer Stau. Beton. Ab in den Westen. Einfach rübsch nochmal. Ja, geht hier. Guck mal, die Jungs haben schon die Kamera geholt. Was? Ah, ne, jetzt hier. Bild im Bild. Oh, das ist alles. Ja, Augen auf den Straßenverkehr, Junge. Mit dem Zerbrechen. Es gibt eine andere Route, die ja. 23 Minuten. Roadtrip ab nach Berlin, wir kriegen voll auf den Sack. Oh, Junge, irre. So, wir nehmen jetzt. Ich habe einen guten Plan. Wie lange fahren wir? 5 Stunden. Die Speicherkarte hält 5 Stunden durch. Wir nehmen einfach komplett die ganze Fahrt auf. Und ja, dann, okay. Das reicht. Ja. Mehr brauchen wir nicht. Einmal 5 Stunden durch. Sightseeing-Tour hier. Dennis, Krombacher, Gunger, Heimatsgefühle. Ja, ehemalige Arbeitsstelle. Oh, da bist du weggegangen. Jeden Tag hättest du trinken können. Ja, klar. Oh. Hier geht's ab. Übel. Das war der Eingang. Keller, Lagerkellerbereich. Links kommen wir zu meiner ehemaligen Arbeitsstätte, ist die Abfüllung. Ja, die Abfüllung, oh, da war Dennis richtig gut. Abfüllen konnte ich richtig. Herr Herzog, warum fehlen da immer 10 Liter jede Schicht? Was ist da los? Ja, Junge, ich hab Lücken in den Bändern besoffen. Aber das ist cool, wenn du so eine Arbeit hast, wirst du, glaube ich, nicht gekündigt, weil du betrunken bist, oder? Oder Alkohol im Blut hast. Komm wahrscheinlich, oh Junge, hier. Den, da geht's den, ab. Den Haufen. Schön. Oh Junge. Irre. Ja, da sind wir mal nicht mal ansatzweise in Berlin, sind wir gerade in Siegen hier. Denn ist seine Heimat. Ehemalige Heimat. Ehemalige Heimat. Ehemalige. Aber auch nur so. Oh. War ja eigentlich, ist ja nicht meine eigentliche Heimat. Ne? Aber 7 Jahre ist dann doch schon eine Zeit, die man hier hat. Ja, und dann ab nach Duisburg ins neue Herzen des Ruhrpotts und das Gesicht, ey. So. Voll geil. Dennis freut sich. Ja. Hallo. Was denn los? Wieso, Duisburg ist doch schön, oder? Teilweise, ja. Wenn man nicht da wohnt, wo du wohnst. Ja, genau. Und wenn man die Ecken genau weiß, wo man hinfahren soll. Oder, also meinst du die Grenze so zwischen Duisburg nach Mülheim fahren zum Beispiel? Ja, zum Beispiel. Da ist gut. Ja. 5 Stunden Videomaterial, macht euch schon mal gefasst. Ihr werdet einen Videoschnitt sehen, bestehend aus 4 bis 5 Stunden. Und keine Minute werdet ihr Figuren sehen. Mukaka. So, wir haben schon mal eingekauft. Das Notwendigste ist dabei. Die sehen ja alle nichts von unserem Martyrium hier. Wo sind wir denn hier? 4 Stunden. Wir sind, glaube ich, ja, sind wir schon gefühlt unterwegs. 3, 4, 5? 3 Stunden. Ja, und wir haben immer noch 4 Stunden auf dem Tacho. Wir fahren auch gerade nach Berlin. Ihr seht ja auch. Weltstadt, Junge. Wir sind hier, wo sind wir denn? Kacke, ey. Wir sind hier irgendwo. Wir fahren hier von Autobahn zu Autobahn. Mücke heißt der Ort. Mücke, ja. Mücke. Boah, ja. Was hatten wir? Wir hatten gerade Couch auf Autobahn, linke Überholspur. Ja. Der Verrückte sitzt auf Mittelleitblanke und wir fahren lieber um Leitung. Und in ganz Deutschland sind 700 Kilometer Stau. Immer zwischen 600 und 700 Kilometer. Ja. Also läuft bei uns. Ja. Weiter auf K46. Ja, hörst du einfach weiter K46. Ja, Vermieter ist auch schon froh, dass wir, glaube ich, 2 Stunden später ankommen für die Wohnung. Aber ja, wir gucken mal. Vielleicht machen wir auch die Nacht durch. Bei Meckes haben wir schon einen Notfallplan. Ja, Listenanalyse bei Meckes. Ja, und dann ohne Schlaf in die 3 Spiele rein. Ja, einfach voll mit Rockstar in die Spiele rein. Oh Junge, kannst du kein zeigen hier, dass wir gerade unterwegs nach Berlin sind bei der Strecke. Hier gibt's, hier können wir gleich Milch melken und so. Kuh melken. So. Na Dennis, was ist los hier? Wo sind wir denn gerade? Ich habe kein Plan, irgendwo vor Kassel oder was, ja. Aber das ist die Hölle, Leute. Ey, fahrt nie über lange Wochenenden, Feiertagen Richtung Berlin. Ey. Oh Junge, wir sind, glaube ich, seit. Gut, wir mussten Abstecher machen wegen Jesse, aber das wäre jetzt nicht schlimm. Aber wir waren, glaube ich, seit 12 Uhr sind wir unterwegs. Wir haben jetzt 17 Uhr, glaube ich. Und Navi sagt uns an, wir kommen 22 an. Das heißt, wir haben jetzt noch 4 Stunden vor uns. Oh, Junge, nur verrückt auf der Autobahn. Irre. Fahren gerade hinter einen mit schönen Palette hinten im Kofferraum, aber schön ungesichert. Wenn der gleich beschleunigt, dann geht's ab. Oh. Dennis, wo sind wir denn? Guck mal, Schatten. Schatten? Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade genau sind. Ja, noch, wir sind vor Hermsdorf, Hermsdorfer Kreuz. Aber wir gehen jetzt hier kurz einen Roadstop bei Burger King.
Ja, Sigi. Sigi. Was ist los? Ja. Hier schön Chili Cheese Nuggets. Schön hausgemachte Rindsroulade. Ja, siehst du nicht da vorne, guck. Ja, da musst du aber. Mittags. Ach so, ja, ist jetzt nicht Mittag? Also, was ist? Mitternacht. Mitternacht. Mittag ist Mittag. So. Naja, gut, also Hälfte haben wir schon geschafft, oder? Gefühlt. Ja, ein bisschen über der Hälfte. Ja, wir haben jetzt wieder spät, ich weiß gar nicht, 19. Seit 12 unterwegs. Nee, 8 Uhr haben wir schon. Boah, Junge, echt? Ja, wir echt haben 8? Blockbuster-Time. Aber wir brauchen nur noch 2 Stunden Fahrt oder so, oder? Ja, 2 bis 2,5. Oh, Junge. Naja, gut, dann bis gleich. Oh, guck mal, Heimat, alle. Fieser, ne? Fieser Blitzer, ja. Überall Fieser Blitzer. Weißenfels, ja. Da sind wir auch verdammt schnell hier. Ja, Weißenfels, die Hauptstadt von Crunchy hier, die Hauptlebensstadt bis 24 Jahre. Aber jetzt geht's ab nach Berlin. Ah, Dennis, was sagst du? Wie spät haben wir's? Ich will nicht mehr. 10 Minuten noch. Autofahrt von 5 Stunden schön hoch auf 8,5 Stunden läuft. Was, Junge, wir sind 10 Stunden. Ja gut, mit der einen Umfahrt da hier noch abholen, Taxi und so, ja, 10 Stunden. Ist doch nichts. Nein. Machen wir das. Wenn du die Umfahrt noch mitberechnest, sind wir gleich 12 Stunden unterwegs. Ach so. Wir sind um 12 losgefahren, Junge. Ja gut, um 12, ja. Ja. In einer halben Stunde sind wir 12 Stunden unterwegs. Ist doch nicht schlimm, oder? Ist doch nur nach Berlin so eine 5 Stunden Fahrt. Ja gut, also wir sind gleich im Arsch und ab geht's. Ein Bierchen trinken. Ja, Sigi. Sigi, irgendwo abfüllen, Junge, wir sind ja da. Ah, willst du nicht auf hier drauf? Also. Heute nicht mehr. Bierchen? Ja, wir dürfen ja, ach stimmt, wir dürfen keine Werbung machen. Kein Product Placement, ja, nee, ne? Klar. Nein, das hat niemand gesehen. Ja. Das machen wir, das ist so wie bei DAF, TAF oder hier RTL, wo die alles ausblenden und dann blenden die wieder ein und zufällig sieht man dann das Label. Ja, okay. Ja, so. Ja, tricky, tricky. Nee, hier Wohnung angekommen, ne? Voll im Ghetto. Boah, Junge. Ja, geht eigentlich. Also wir haben uns schlimmer vorgestellt. Also man, was man so von Neukölln hört, hier voll Ghetto und so, eigentlich überhaupt nicht. Sind wir wirklich in Neukölln? Ja. Wir forschen mal nach, aber ihr seht unsere Unterkunft, ey, voll Granate. Ja, das ist auf jeden Fall akzeptabel für den Preis, kann man nicht. Ja, 140 Euro für 3 Tage und bis zu 4 Personen. Geht ab. Alles easy peasy. Ja, 24 Uhr, wir sind voll im Eimer. Wir werden gleich noch gucken, wann wir morgen los müssen. Ne? Wahrscheinlich, ja. Jetzt gehen wir gleich pennen, 7 Uhr müssen wir wieder raus und dann dahin finden und dann. Schaut's aus. Oh, meine Augen sind so übel. Ja. Gut, dann. Berichten wir uns morgen, wie desaströs dieses Spiel wird. Desaströs. Ja. Gibt's das Wort eigentlich? Was? Gibt's das Wort? Ja, desaströs, ja? Gibt's. Ja? Gibt's? Oh, da klingt das richtig krass, wenn ich das morgen sage. Boah, Junge! Okay. Dennis, wo gehen wir hin? Zocken, Junge! Was ist denn los? Um die Uhrzeit. Ja, kaum geschlafen, irgendwie ganz wenig, nur weil ich um 3:30 nachts nochmal zum Auto gerannt bin. Da meine Paranoia wieder zugeschlagen haben. Ich wollte gerade sagen, wo ist gerade mein Bockmann? Ich glaube, es ist im Rucksack. Ja, ja, gucken wir gleich. Vielleicht laufen wir gleich nochmal hoch. Da sind, ne? Ja, nee, ist glaube ich im Rucksack. Ja, hier, Berlin und so. Achso, kein Nummernschild aufnehmen. Ja. Ja, Leute, geht ab hier, ne? Oh, ja. Schön. Wie gesagt, die Ecke sieht gar nicht mal so schlecht aus, wie wir uns eigentlich vorgestellt haben. Und 12 Arschlisten haben wir gleich am Start und 5 Spiele, das heißt. Aber erstmal gucken, ob das Auto noch da ist. Oh, meinst du? Schön aufgebockt auf. Also um 3:30 heute Nacht war es auf jeden Fall noch da. Navi war auch noch da. Oh, ja. Und abgeschlossen war auch. Ja. Ich habe vorsichtshalber mal die Lenkradsperre rein. Aber schöne Unterkunft hier haben wir. Also, ja. Keine Ahnung, wer Berlin kennt und wie es hier ist. Ist okay, ist gut. Kann man machen. Ja, dann gehen wir gleich zum Turnier und gucken erstmal, ob unsere Figuren noch hier komplett sind. Ne? Schön, deine Destroyers sind alle vom Base gelöst. Ja. Also noch eine Waffe. Mein einer Riptide ist völlig zerstört, farbtechnisch, weil alle Farbe abgerubbelt ist. Hatte nämlich ein leichtes Grundierungsproblem, habe ich entdeckt, als ich den eingepackt habe. Das ist Natural Chipping. Das ja. Boah, Junge. Junge, hast du schon ein hohes Niveau. Hier hast du schon eine Hose. Ach so, oh ja, hier, Berlin angekommen. Boah, geil. Ja, mitten im Leben. Ne? So, ja, dann gucken wir gleich mal weiter, wie es drinnen aussieht. Was ist los denn? Ja. Schön früh am Morgen. Wie spät haben wir es überhaupt? Ich habe keine. Um 9 schon? Ja.
ein bisschen Einblick, ja? Quasi von den Tischen. Was sagst du so, Dennis, als Turnieranfänger? Ja, von den Platten her, so. Schon mit gerechnet, dass so viel Gelände draufsteht? Oder schon gerechnet, dass so viel Gelände draufsteht? Mit weniger, okay. Ja. Ja gut, ist ja auch sogar Standard. Also man muss dazu nur sagen, dass ich das Gelände und die Location verdammt cool sind. Also großer Raum immer noch hier so. Ja, also viel Platz. Ist echt schade, dass tatsächlich trotz der Hauptstadt nur 12 Teams sind da. Weil die Location gibt echt viel her. Spielplatten sehen richtig cool aus. Haben auch alles gemischt dabei, ja? Also quasi egal welcher. Gut, es gibt ein paar Tische, die hier vorne ist ein bisschen mehr los, ja? Quasi, wenn du hier drauf bist. Das war natürlich dann des Feuers mehr. Hier sieht man auch, ja? Dennis, hast du gesagt, Tobi? Kraken War Games. Hier quasi Werbung für den Ding. Ja, dann schauen wir mal, ob wir auf Tobis Papa spielen. Ich muss Impressionen sammeln. Impressionen? Ja. Ja, dann halt doch mal hier rum. Hier. Ist noch nicht mal das erste Spiel, guckt euch das Gesicht an. Ja. Ich bin, wo ist meine Hackfresse? Da. Läuft hier. 12 Teams am Start, der Dennis? Ja. Machen wir alle kaputt. Inklusive das 12. Das sind wir ja selber. Ja. Also Jungs, hier seht ihr Vorbereitung. Sehr nette Leute zu empfehlen, quasi schon als Vorwort. Wir sind ja hier auf dem GIMS Team Tech Tournament Turnier. Ja, das erste, sehr gut organisiert, also Buffet ist klasse, das übliche wie immer. Wie war mit All You Can Eat bei hier so Tagesplätze. Genau. Ja, richtig. Toiletten super, Location super, also viel Platz, viele. Cooles Gelände, Organisation ist gut. Ihr seht auch gerade, es gibt da vorne, das werden die Preise sein für, glaube ich, die ersten Freifazierten, meine ich. Nicht für uns. Ja, nicht für uns, richtig. Aber ist ja auch nicht schlimm, weil ich glaube, wir haben genug Zeug, was wir noch. Oh Junge, ich habe noch eine Originalverpackung stehen seit x Monaten. Nee, sehr cool. Alles mit Spielmatten, also hier nichts links. Ja, selbstgebautes Gelände ist am Start. Es sind natürlich auch ein paar Sachen von GB fest da. Also kann ich nur empfehlen, wenn der zweite Teamturnier ist und gut, ob wir dann nochmal da sind, hängt davon ab, wann das wieder ist. Ist halt eine ganz schöne Strecke für uns zu fahren. Timer. 2 Minuten ist noch. Ich hoffe, 2 Minuten, das ist die Spiellänge von 2 Stunden 45. Ach so. So, ich hoffe, der Ton ist okay, das werden wir merken, wenn wir es auswerten. Wir haben unseren ersten Gegner, der ist tatsächlich der, über den wir am meisten geredet haben, nämlich die Skyhammer Annihilation Force, die erste Runde runterkommt und Moralwert erzwingen möchte. Was war synchronisiert, schießt, angreifen kann, alles kann und Raymond. Ja? Vor dem Spielantritt muss ich sagen, meine Sturmtrupps bleiben noch zusammen. Also ein 10-Mann, ein 7-Mann Sturmtrupps und meine Gewassertrupps trennen sich und damit jeweils 2 Graskanonen. Genau. Was quasi Gampftrupps. Okay. Alles klar. Habt ihr vielleicht mitbekommen, dann ist das quasi. Ich nehme ein bisschen auf, wenn es euch nicht stört. Aber nicht während des Spiels, nur vor dem Spiel. Wir haben uns aufgefächert, wir spielen die Mission, die erste mit 6 Missionsmarkern. Die 3, 2 und 1 wertig sind, aber das doppelt. Und dann ziehen wir, glaube ich, wie war das? Erste Runde eine Karte und dann sind immer so viele, wie wir mit Ambitionszielen sind. Kein Kontakt. Ne? Kein Kontakt. Quasi wird lustig, weil wir gegen 2 5er Ravenwing-Trupps spielen, mit Vidoran Van Chinka, 2er und halt eine, also eine sehr aggressive Space Marine Armee. Jetzt lustig. Nix. Dennis live in action hier. Ja, Siki. Unglaublich, wie geht's ab hier? Zweimal Dash. Einmal Dash. Dark Angels rücken da vor. Gleich kommt noch erste Runde lauter Landungskapselrunde. Mal gucken. Es sind nur 2. Ja, aber mit 4 Einheiten, die sich splitten und insgesamt wie viel Grad Kraft? Jeweils 10 Schuss? Also jeweils 5? Ja, also 40 Schuss Kraft. Ja. Ey, das schafft ihr aber.
Ja, aber ihr habt wiederholt mal einen Schinken und auf da endlich können wir erstmal nicht reagieren. Also, das heißt jetzt erste Runde überleben nach dir und dann mal gucken, was passiert. Mach mit, die sind gut. Richtig. Also, wird lustig. Ist auch ist ein schönes Spiel von, also vom Matchup her sehr, sehr interessant, damit man einfach mal sieht, okay, was geht halt. Ich bin wirklich sehr gespannt, was passiert. So unflüssig bin ich gar nicht. Was du als Dark Angel spielst du hast? Nee, der spielt ja wieder. Achso. Finde ich gar nicht unflüssig. Was wird so ein Verbeizen von Speeder? Ja gut, was unfluffig ist, ist ja für die Dark Angels auf die Skriptoren zuzugreifen. Es geht ja auch. Skriptoren sind ja nicht gerade üblich bei Dark Angels. Auch nicht. Also die Masse auf jeden Fall. Aber ich sag mal, auf Turnieren ist immer halt immer eine Fluff-Frage, immer so eine Geschichte. Ich meine, gut, wir haben einen Mega-Fluff, weil bei uns ist die Besonderheit, wir müssen 6 Zoll voneinander Abstand halten, dann müssen wir würfeln und bei einer 1 agieren wir nicht mehr. Wir sind deswegen, wir sind wirklich ein verzweifeltes Verbündnis. Zweite Kraft, du haut drauf, oder? Klar, haut drauf. Alles ruf. Deswegen. Aber das so. Ich bin gestorben, nein! So Jungs, erste Runde. 4 Bikes weggeschossen. Ansonsten Bikes dürfen nicht halbieren rennen. Dürfen nicht boosten. Wir stehen da auf 3 Missionen. Mal gucken, was passiert. Also hier ein kleiner Überblick in den ganzen Spielen. Sehen wir die 3 Ritter-Variante mit den Elder. Gegen Necrons und Space Wolves. Anseite Imperiale Armee. Gegen die Tanten. Schön schwarz, Nachtkampf. Hier ein spezieller Elder Knight gegen Necrons. Auch noch Necrons am Start. Und hier letzte. Elder und Dämonen. Ja, eine Platte leider nicht gespielt, 2 Teams weniger. Jo. Auf in die Hallen des Todes. Dann schauen wir mal, was der Dennis im Nahkampf geschafft hat. Weil ich habe nur noch einen Storm Surge. Alles ist offen. Immer noch ein Abwehrfeuer hier. Ja, das ist mein Speeder in seiner eigenen Raketenplatte. Yo! Ist das nur in 6er Nö. Ist nicht. Wenn ich mir 6 würfe. Die Rakete fliegt wieder 200 Meter weg. Also. Und trifft genau den eigenen Speeder. 10er, ne? Ja. Willkommen bei 40k, Realismus. 2 Piece. Oh, 6! Oh komm, Dennis, jetzt auch noch einen raus. Komm, eine 6, Junge, mach den, hau den weg. 2. War das der GS3, ne? Ja, ja. Ist geschossen. Falschschuss. Ja, ja. Selbst bei einer 3 wär's, okay. Ist das durchgeschüttet oder was? Ja, das sind Snapshots. Schleifschuss. Achso, nee, Quatsch. War noch Volltreffer. Nee, das ist Schleifschuss. Ich hab erst eine 6 und dann habe ich auch Schadensverbände gewürfelt. Ja. Aber ist ja egal, er snappt und einen weg. Ja. Du machst gleich einen Snapshot. Ja. Ich dachte, ihr seid im Nahkampf von Haus. Hau die jetzt weg da. So Jungs, hoffe, Ton ist gut. Wir haben unsere erste Runde hinter uns mit der Liste. Dennis und ich haben mega gekämpft, war auch krass. Wir haben tatsächlich eine Siegespunkt-Geschichte von 15-13 erreicht. Demnach nach Matrix ist das ein 11-9. Knapper Sieg, aber nicht wirklich. Und ausgelöscht haben wir 10 Einheiten, der Gegner bei uns 2. Aber das ist ja auch bei 6 möglichen Einheiten auch nicht. Du hast deinen Ghost Keeper verloren. Ein Ghost Keeper hat die 101 angegriffen, war mies mit 9 Zoll. Ich habe noch einen Storm Surge, habe ich in Runde 3 verloren. Der hat quasi, glaube ich, gekrabbelt, sich Kraft und den weggeweckt. Und also es ging echt gut ab. In der letzten Runde haben wir gut Karten gezogen und dadurch haben wir. Ja, und immer eine Steuer. Eine Steuer. Eine Steuer und ich habe 2 Drittel meiner Armee verloren. Ist nicht schwer, ja. 3 Modelle.
mal gucken, was wir jetzt erwischen, was für Mongo ist. Wir haben auch nicht lange, wir haben echt lange gespielt, weil wir waren nicht sicher, der Gegner war nicht sicher, alles war nicht sicher. Wir haben, glaube ich, jetzt sogar über Stunde gespielt, über Zeit, und wir haben wie Runden gesagt, vier. Vier Runden mit 2 Stunden 45. Ja, ja, da bist du. Richtig. Hallo, ja. Ich bin auch da. Juhu. Ein Ego, ja, gucken wir mal Runde 2, was da abgeht. Bis gleich. Wir beide? Wir nennen wir, oder? Ja. Achso. Boah, Junge, was ist los? Die ganze Zeit schon. Also kannst du nicht mal in Ruhe essen. Läuft hier. Ja. Ich quatsche nicht, ich esse. Und du? Ja, Junge, mein Junge. Schon, zweites Spiel beginnt schon und er isst immer noch. Ja, ich bin langsam wieder. Ich brauche mindestens jetzt eine 3-4 Stunde zum Essen oder so. Ja, ich kann ja recht. Ist kein Problem. Ja, das sieht gut aus, Sebastian. Sieht gut aus. Also wenn gleich alles explodiert, dann wissen wir, wer betrüllt ist. Machen wir. Und du vorher machst? Nee, mach ruhig, lass dich nicht beeinflussen. Ja, weniger Haare deswegen. Dennis, wie ist das Spiel? Was denkst du? Mach einen Gesichtsausdruck. Wir spielen gegen die 4 Dämonenprinzenliste an die 6. Die gehen alle in die Luft? Ja. Die? Also kannst du hier vom Spielfeld entfernen, bei Explosion und so. Okay, ja, glaube ich. Wir müssen alles drum spielen, dass wir nicht getabelt werden. Ihr seht das ja, wir haben nur fliegende Dämonenprinzen gegen uns, 6 Stück, die alle zionisches Kreischen gefühlt haben. Wir haben 6 Einheiten. Wir haben auch was festgestellt, nur modelltechnisch, dass laut der Standardformation dieser Typen einzeln muss, der Dominus, dann darf sich nicht diesen monströsen Kreaturen anschließen. Ja, unser Ziel, wir spielen Killpoints. Killpoints, wir gehen auf Nürnberg, ja. Versuchen wir es. Ja, oder? Wir werden wahrscheinlich. Ziel ist es, nicht getabelt zu werden. Ja, definitiv. Dann gucken wir mal, was passiert. Das wird echt hart. Ich glaube, wir gehen voll auf den Sack. Dieses Spiel wird nicht gewinnen. Ja. Hier ist die Armeeliste von unserem Gegner. Kann man, glaube ich, gut sehen. Ja, Kommentar seht ihr auch. Also, ab geht's. Mission C4? Der Gesichtsausdruck für Runde 2. Und Vormarsch. Runde 1. 3 Minuten Mission C-Marker. Haben wir verkackt, ja? Weil Runde 1, wir haben nichts runtergeholt. Nee. Nichts drauf geschossen. Die machen gerade. Ja. Reserve kommt auch noch. Die Schockmetzurien? Die kommen? Dann. Wir müssen erstmal ganz hoch. Ja, das heißt. 3 Manöver von der Seite. Boah, Junge, Dennis. Kommen 2. 2 kommt. Und 3-mal Schockmetzurien. Guck mal, da sind die Einsen, da sind die Einsen, ja. Ja, wir haben, glaube ich, gefühlt, weiß ich nicht, wir haben schon 10, 12, haben wir bestimmt schon einen Test gehabt für Ausweichen, aber nichts passiert. Wir haben, Dennis hat sogar seinen Kriegsherrn verloren, wegen zionisches Kreischen, ja, und so. Komische Bart. Ja. Von wo kommen die Nördlinge? Ja. 1, 2 von der Kante? Okay. 3, 4 von der. Ja, ja. Und der? Brauchst du einen anderen? Von nervende Nördlings. Beide von hier? Ja. Zum Search, los. Gib ihn. Übrigens, wir filmen mal noch. Dennis ist beschäftigt da im Kampf. Wie sieht es auf den anderen Spieltischen aus? Haben wir hier. Nachtkampf getarnte Dargelder. Hä? Nachtkampf getarnte Dargelder. Ja, immer noch. Das ist clever. Ja, das war der Plan. Hat auch schon gewirkt. Okay. Hier ist die 3-Ritter-Formationsliste. Geht ab. Dennis, konzentrier dich, Junge. Okay. Weißt du, ich bin auch immer voll dabei. Dann müssen wir weiterfliegen. Ich merke das schon. Eins wäre meins. Ja, das ist eins. Ich hab keine Ahnung. Boah, reime Monster hier sind wir. Ich mach mal mein Gesicht aus, weil den Gesichtsausdruck wollte ich glaube ich nicht mehr sehen. Der gleich kommt. Schön Gesichtsentgleisung. Ja. Also kriegst du ja schon weg. Aber haben wir schon gesagt? Ja, habe ich schon erwähnt. Okay. Muss ich erwähnen, damit du versagt hast. Junge, dafür habe ich im letzten Spiel nur ein Destroyer verloren. Der macht die Überflugattacke gegen die Drohne. Was mach ich? Der macht die Überflugattacke gegen die Drohne.
Ja. Gut. Ich habe eine Stärke. Ist halt sehr flexibel, ne? Aber du hast hier schon 5, ich habe Stärke 6 auf die 3. Einmal Kohort gehabt und ich habe zwei Schritte. Ja, Leute, also das Spiel hier ist schon ziemlich geil. Also hier geht es richtig ab. Wir knallen uns gerade hier an einen Dämonenprinz weg. Komplett alles. Dann TK. Also Ina. Auf den ersten, der gelandet ist, den treffen wir ja nochmal. Komm, Leute. Ein Pfeffer. Oh. Was passiert? Die 6. 6, Junge. Oh. Guckt ja dann TK mit der 1. Weißt du? Aber dann kriege ich aber den weg. Ja, auf die 6. Auf die 6. 6. Ah, ist nicht. Gut. Viel Lärm und nichts. Die 4 wieder in den. 4 wie 6 in den. 2, 4, 6, 9, 4, 8, 9, Sunday. Guck mal da, das ist so. Nee, ist nur, wenn der in der Nähe steht. Auf die 5? Auf die 6, so, der fliegt doch noch. 5. Oh, was hab ich gewürfelt? Du hast beim Treffen gerade, du hast 2 5 genommen. 2 5 hab ich noch gemacht. Nimm den Würfel einfach, komm, wir kommen mal hin. Oh, scheiße, ich weiß nicht. Okay. So. Ein Treffer. Und nicht. Keine Wunde. Das Schwärme auf den? Genau, sind 4 Schuss. Synchronisiert. 6. 2 Stück auf die 5. Jetzt kommt schon. Einer. Komm, dann stimmt's ab. Jetzt. 4er Retter. Weißt du was? Mach das Ding aus. Ich mach das Ding aus. Das kann keiner sehen. Leute. 4W6 RP. Das wird hier nichts. 7, 10, 12. Marker, du hast eine Herausforderung ausgesprochen, hast was gemacht? 4 Wunden hast du bekommen und hier würfel ich jetzt einmal mit Stärke 7 gegen den Korn Dämonenprinz und hab mein 5er Refraktorfeld glorreich episch gesaved. Durch meine gesegneten Würfel. Gesegnet waren die gesegnet. Alles klar, gut, dann komm, live auf Kamera, hau den Tod. Ja, Sigi. Der hat 4 volle Lebenspunkte, ist der einzige Dämonenprinz, der nicht fliegt, also greifen wir den an. Du haust jetzt erstmal mit denen zu, oder? Ja. Oder? Erstmal, ich würde sagen, Aufprall-Treffer. Nee, hast du nicht gegen Montrose, oder? Doch, hast du? 2 Aufprall-Treffer auf die 3, Stärke auf die 6. Ja, also 2 Aufprall-Treffer. 4 Retter. Jetzt geh ab, Junge. Oh, wir kriegen endlich mal ein bisschen was weg hier. Okay, dann hast du vor mit 9 Attacken. Ich hätte mit Glück, töten wir alle Dämonenprinzen irgendwie. So, was hast du da noch? 4, 5 Stück brauche ich noch. Sind das 5? Gesegnet. Gesegnet. Auf die 5. Nicht mehr wiederholbar. Einsen darf ich wiederholen. Ja. Achso. Darf man zweimal handeln? Ja, aber 3 ist gut. 3 ist besser als und nichts. Und auf die 3. Ja. Oh, so much das Ding. Ah, guck mal hier. 4er Retter. Oh, nein. Da kippt er um. Wiedersehen. Oh, den von dir. High five in die Kamera. Sehr schön. Das ist ein Killpoint. Neu von mir. Boah, macht ihr für uns auch mit? Ja. Ah, ist gut. Alles sauber. Neu positionieren? Fenster? Ja. Neu in der Position. Gehst du Richtung irgendwelche. Weißt du, wie oft der da schon sowas gemacht hat? Ja. Geh doch mal auf Wirkungsdruck. Ich wollte gerade sagen, ja, habe ich versucht hier gerade mit 3 Angriffsreichweiten Zoll. Mach die Waffe, kenn ich. Geh rüber oder so. Geh irgendwo zu Nörglings hin. Aber am besten weg von der Tischkante, weil du weißt, du rennst ziemlich schnell. Die sind furchtlos, die können nicht rennen. Achso, ja, dann geh zur Tischkante. Ich komme hier rüber und unterstütze dich, damit wir ein paar Kill bekommen. Ja, mach mal. Ich hab's ja versucht. Ja. Dann sind wir nahkampftechnisch durch und es ist wieder Dämonen runter. Welche Runde sind wir denn überhaupt? Vierte. Vierte. Wir haben vierte beendet oder was? Oder wir beginnen vierte? Wir beginnen jetzt die vierte. Wir haben nur eine Stunde. Reicht. Okay. 4K. Der hat und die beiden haben noch 2. Das war jetzt die Stärke. Ja, ihr habt nur die Grünen, ne? Taktik, nicht getabelt werden. Wir haben aktuell noch 3 Einheiten auf dem Spielfeld. 2 Drohnen, die Mopeds da und den Kollege Schnürschuh. So. Dafür sind viele Dämonenprinzen angeschlagen, mit nur noch 2 vorhandenen Lebenspunkten, 2 Stück. Mein Hühnchen ist noch toll. Ja, richtig. Der macht gleich wieder, wie heißt das auf Englisch, diesen Missgeschick? Ich glaube 6. Chicken Dance. Nein, das weiß ich. Achso, aber das passiert jetzt zufällig. Aufprall-Treffer? Ja, nee, dieses Warp Energy hier, Doppel 6 und Parrot. Ich Parrot. Parrots. Wir müssen, in der Nahkampfphase müsst ihr einmal Rabattest verkappen. Oh. Dann müssen wir uns 6 melden. Okay. Vorher schafft es Chaos, wir müssen mehr Missionen im Marker kontrollieren als ihr. Das ist schwer. Wir haben 4. Alle. Nein, die 4 haben wir nicht mehr. Yeah. Ja, die 4 haben wir. Okay. Aber wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Ja gut, aber die 4 schafft ihr ja. Hinter Ende des Spielzugs auch nicht.
Achso, und ihr umkämpfen. Wir müssen mehr ihr seid, einen, du kriegst einen 12, du hast keinen Objective Secure oder sowas, ne? Für 2 Punkte. Ja, habe ich ausgestreitet. Also 2 Punkte. Ja, 2 Punkte. Also, Nein. Wir schmeißen das ab. Ja. Also hier analysieren wir Maschinen, das Feind ist auch klar. Gibt ja keine Maschinen. Geh nach oben, geh uns erfüllt. Ein Punkt. Ja. Geh nach oben. Hast du schon gehabt? Nee, ich hab den Kitten. Okay. Aber das sind jetzt schon mal 5 Siegespunkte für uns. Die brauchen wir nicht mal für das Verband. Und ihr habt schon 5, 10 und First Blood und Kriegsherr. Ihr seid bei 6. Plus die 5. Ja, wir sind bei 12. Ihr seid bei 12? Ja. Nee. Nee, ihr seid ja mehr da. Wir haben jetzt schon zur Zeit. Wir haben nur 12 ohne. Jetzt sind 12, ja, genau. Und dann kommen noch 5 dazu, sind 17. Ja. 17 und 6. Okay. Wir haben gesagt, wir haben nicht getailert. Abwarten. Wieso, wir holen jetzt noch Killpoints. Guck mal, wir holen 1 Killpoint, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weißt du, was ich jetzt hier mache? Wir haben auf jeden Fall einen Zweier gekauft. Dennis, du guckst über das leere Spielfeld, da wo nur noch ein Storm Surge steht. Was war das Spiel jetzt hier? Sag mal an gegen die Dämonenliste. Was haben wir gemacht? Nicht viel. Im Prinzip haben die Gegner meist eigentlich gegen sich selber gerichtet, die Waffen. Ja, aber wir haben 6 Runden lang gespielt. Wir haben 6 Runden gespielt. Ich wurde dann zum Ende noch, dann doch noch getabelt. Und wie viel hat der Lebensminute noch? Ein. Oh. Das ist nicht viel. Nee. Zusammen haben wir gespielt, glaube ich, 25 zu 8, glaube ich. Ja, richtig. Was einen 18-2 ergeben hatte, das heißt 2 Bonuspunkte geholt. Spielen jetzt, glaube ich, tatsächlich noch im letzteren Drittel oder eigentlich um die letzten 2 Plätze. Wahrscheinlich. Schlecht, war mir. Nein, aber wir haben jetzt, glaube ich, ein entspanntes Spiel gegen die Dark Elder Halligan. Vielleicht. Vielleicht. Ja. Wir sind noch in der Zeit. War auf jeden Fall. Ja. Richtig. Ja. War auf jeden Fall ein spannendes Spiel, angenehme Spielpartner, die beiden. Ja, das heißt, ihr werdet jetzt Spaß haben, ihr werdet jetzt wahrscheinlich... Die hören gerade gar nicht zu. Nö, die werden jetzt auch ein spannendes Spiel haben, wahrscheinlich mit irgendwas Ekliges. Na gut. Habt ihr überhaupt dagegen? Nein. Ich habe ja... So, Jungs. Nächste Runde 3, Spieltag 1. Wir haben Necrons mit White Scars, mit der Waffenfraktion der Strike Force. Das ist die Strike Force. Genau, da ist er. Die haben wir als Gegner. Die dürfen in Runde irgendwann kommen, also Runde 1, und dürfen nach den Schocken angreifen. Die wird halt lustig. Mal gucken, Necrons, Leech Guard, Todesbombe. Keine Ahnung, wir spielen das Relikt, das heißt, wir können das Relikt mit 4 Punkten snacken, haben einen eigenen Missionsmarker mit 3 Punkten, können den gegnerischen mit 3 streitig machen, wird auch unwahrscheinlich. Und wir haben 6 Missionsmarker und ziehen jede Runde 3 Karten auf. Also im Endeffekt, wir gucken, dass wir das Relikt kriegen, gehen zu unserem Missionsmarker und schauen, dass wir die Shadow Strike Force gehandelt kriegen. Und danach ist das mal Necron ignoriert, beziehungsweise nicht ganz ignoriert, wir müssen die Bikes schnell wegkriegen, weil die sind dann der Tod für die Destroyers, dann Durchschlag 4 und Deckung ignorieren. Ne, Durchschlag 4 haben die nicht, oder? Doch. Doch, okay. Gut, also wird lustig, mal gucken. Dementsprechend, wir sehen uns später, und wenn das Endergebnis kommt. Ja, sieht man. Was geht hier ab? Wir müssen nicht kriegen noch ein Zahnfleisch, ne? Braindead. was haben wir denn noch? Einmal Castellans und ein Stormzuschlag. Battery Low mit 3 Lebenspunkte. Und hier kämpfen wir, haben Orikan tot getreten. Mal schauen. Aktuell steht es wie 4 zu 2. Fantastisch. Braindead. Ja. In dem Gelände. Gibt's auch. 3. Runde 4. Wir führen noch 5 zu 4, aber ist nichts, wenn man das weiß, weil wir haben das Relikt liegen lassen. Dennis hat nur noch die Castellans. Ich habe einen 6 Lebenspunkt Surge, einen 3 Lebenspunkt Surge. Überall sind noch kleine Truppen, die wir echt bescheiden loswerden, die aber auch echt gut schießen. Keine Ahnung, also echt ein krasses Spiel. Nervig. Mal gucken, was passiert. Hinter 3 Moralwert und 3 Zoll Rende weg. Oh, Mission C3. Nein. Hallo, Dennis.
Wie haben wir gespielt im letzten? Schlecht. Ja. Aber ist gut. Wir haben ausgeglichen. Ne? Du hast letztes Spiel getabelt, ich dieses Spiel, weil mein Storm Surge war tatsächlich auf Battery Low Status. Ja. Der hat einiges weggeknallt. Ja gut, der hat keine Rüstung mehr gehabt. Der hat 40-50 Grad Schuss überstanden, der hatte nur noch Löcher, ist gestorben. Jetzt. Kurz gesagt, wir haben dann ein 17-5. Oh. 16-4 nach Turnierwertung. 16-4. Also ja. 17-5 nach ja. 16-4. Also 16-4 nach Turnierwertung und 17 Punkte weg und 5 war ja am Ende alles unser Missionsziel umkämpft. Ja, also macht nichts. Ziel nicht letzter werden. Ja. Und wenn wir letzter werden, dann sind wir trotzdem Sieger der Herzen und. Sieger? Der bekloppt davon. Junge. Nee, keine Ahnung. Ab hier, die müssen schlafen gehen, müssen füll mal Motoröl auf. Ja, warte, wo ist mein Rucksack? Für alle Notfälle haben wir 5W30 Getriebeöl der Firma, Achtung, Product Placement. Nein, falls mal gar nichts mehr geht. Ach, Schande. Ich bin tot, kopftechnisch.